Demokratie ist die Kraft des Volkes. Ein kleines Land macht von sich reden. Ein oft geschmähtes, umstrittenes Land im Herzen Europas. Die DDR, der zweite deutsche Staat. Ein Land im Aufbruch. Blühend, so schien es. Ein Werk des Volkes, so hieß es. Voller Gegensätze, so war es. Geburt einer Demokratie. Ansichten über Einsichten. Wann begann diese Geschichte von der Geburt einer Demokratie? Kann das Buch überhaupt schon geschrieben werden? Und von wem? Wer wohl schreibt es, wenn nicht jeder selbst, für sich, aus seiner Sicht, mit seiner Empfindung? Erstes Kapitel, der Anfang. Um die heutigen Ereignisse besser zu verstehen, muss man sich die Zeit Hitlers und des Nationalsozialismus ins Gedächtnis zurückrufen. Der Kampf gegen den Faschismus, der so viel Leid über die Welt gebracht hatte, war Auslöser und Triebfeder für die gesamte spätere Entwicklung der DDR. Der Krieg hatte fast 50 Millionen Opfer gekostet, darunter allein 20 Millionen Sowjetbürger. Über 6 Millionen Deutsche bezahlten den unter der Führung Hitlers begonnenen Krieg mit ihrem Leben. Sie starben an der Front oder in Gefangenschaft, bei Luftangriffen, im Bombenhagel und Feuersturm. Auf der Flucht. Oder in Hitlers Konzentrationslagern. Die Reichshauptstadt Berlin war bis zuletzt hart umkämpft. Erst mit der Einnahme der Stadt durch die Sowjetarmee und der Unterzeichnung der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation durch die Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Die traurige Bilanz eines sinnlosen Krieges. Das Ende eines Staates, einer Diktatur. Auch das Ende eines Volkes? Mai 1945. Kontrollrat übernimmt Staatsgewalt. Die Siegermächte misstrauen dem sich noch immer aufbäumenden Trümmerberg Großdeutschland. Der alliierte Kontrollrat reglementiert das gesamte öffentliche Leben. Demokratie? Sie starb schon vor den ersten Kriegstagen unter den Stiefeln der faschistischen Gewaltherrschaft. Und deren Spuren sitzen tief. Doch das Aufatmen beginnt, das politische Leben erwacht. Im Februar 1946 tagte der erste Kongress des neuen Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, des FDGB. Der Parteieinfluss war deutlich. SPD-Vorsitzender Otto Grotewohl skizzierte das Programm. Der wir uns alle hingegeben haben, setzt aber voraus, dass wir uns darüber klar sind, dass Trennung schwächt und Einigung stärkt. Wilhelm Pieck. Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vereinigen sich auf dieser Konferenz die Vertreter der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen, um einen einheitlichen, freien deutschen Gewerkschaftsbund zu schaffen. Doch an Selbstbestimmung und Einheit ist vorerst nicht zu denken.
Am 17. Juli 1945 beginnt die Potsdamer Konferenz der Siegermächte im Schloss Sizilienhof. Sie besiegelt die Teilung Deutschlands. Nicht mit, sondern über Deutschland wurde verhandelt. Die Siegerpose imponiert. Bild der Eintracht. Attlee, Truman, Stalin. Das Potsdamer Abkommen liegt auf dem Tisch. Es wird unterzeichnet. Die Eintracht täuscht. Die Massenvertreibung der Deutschen hat die Westmächte aufgebracht. Deutschland nicht mehr so groß wie 1937. Darüber waren sie sich mit Stalin einig gewesen. Aber wie groß sollte es sein? Und wie sollte es beherrscht werden? Von den Siegern gemeinsam im alliierten Kontrollrat. Aber in Potsdam zeichnete sich die Wirklichkeit schon. Jeder für sich in seiner deutschen Zone. Deutschland keine Einheit mehr. Alte Kommunisten erzählten uns, was Kommunismus ist. Nicht nur, dass jeder einmal genug Brot haben würde, sondern auch genug Pelzmäntel. Im Kommunismus werde alles im Überfluss da sein. Parteien werden wieder zugelassen. Unter Kontrolle selbstverständlich. Mehrere Parteien, heute vertraute Namen. War das bereits der Keim für eine neue Demokratie? Für Meinungsvielfalt? Das Programm der CDU erläutert deren Vorsitzender Jakob Kaiser. Die Verschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns aber nicht, mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Im Juli 1945 bildeten KPD und SPD mit CDU und LDPD den Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien. Auch ein Jugendverband entsteht, die Freie Deutsche Jugend, gegründet am 26. Februar 1946. Hoffnung und Zuversicht kennzeichnen das Programm, das die Handschrift Erich Honeckers trägt. Wenn wir Sowjetunion gewonnen haben, so ist es der, dass der sowjetische Mensch und die sowjetische Jugend den Frieden liebt. Den Frieden liebt, für den Frieden kämpft und arbeitet. Möge daher die deutsche Jugend mit der gleichen Entschlossenheit für dieses hohe Ziel der Menschheit tätig sein. Frieden. Diese Sehnsucht war nur allzu verständlich. Er sollte gesichert werden. Wie? Auch durch eine starke, ungeteilte Partei der Arbeiter. Unterschiedlich waren die Reaktionen auf die Vereinigungsbemühungen beider Arbeiterparteien. Viele SPD-Genossen büßten Widerstand und Skepsis in Lagern, wie heute bekannt ist. Damals schien der große Vorzug der vereinten Kraft doch für viele Antifaschisten einleuchtend. Einigkeit, die stark macht. Wie in Schwerin fanden sich überall in der damaligen sowjetischen Besatzungszone Gruppierungen beider Parteien zusammen. Der Einheitsgedanke dominierte in den Reden. Gibt es einen einzigen Grund, der uns zwingen könnte, auseinander zu gehen und getrennt zu marschieren? Es gibt keinen Grund dafür. Aber auch das Feindbild wurde bereits gezeichnet. Originalton und Originalkommentare jener Tage erinnern bereits an die Intoleranz der stalinistischen Zeit. Aber noch ist Hoffnung im Spiel, Hoffen auf eine demokratische Entwicklung. Das ist das Gegenteil der Demokratie, für die nicht nur wir gekämpft, sondern die man uns 6 Jahre hindurch im Krieg versprochen hat. Wir sind nicht gewillt, die Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, die gegen den tieferen Sinn der Demokratie, des Sozialismus und des Friedens sind. Mächtig zünden die Worte, lassen wir endlich das Wirklichkeit werden, was wir jahrelang getrennt gesungen haben. Brüder, in eins nun die Hände. Der
Händedruck Wilhelm Pieks und Otto Grotewohls besagten, vereint in Marx, Engels, Lenin und Stalin ist die deutsche Arbeiterklasse unüberwindlich. Ein Aufatmen geht durch ihre Reihen, ein Alpdruck fällt von ihnen und ein Leuchten steht in ihren Augen. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse. Das Leben, das neue Leben war schwer, doch es begann. Es fehlte an allem, aber es fehlte kaum an Mut, obwohl fast alles zerstört war. Die Straßenbahn hatte am schwersten gelitten. 90% der gesamten Verkehrsanlagen waren durch den sinnlosen Krieg zugrunde gerichtet worden. Die ersten Briefkästen kommen und die erste Straßenbahn. Strom ist noch ziemlich knapp zu dieser Zeit. Einfallsreichtum war gefragt. Wer von den Älteren erinnert sich nicht daran, wie Balkonkästen zu kleinsten Gemüsegärten wurden, wie Höfe und sogar Paradeplätze zu landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden? 99 Tabakpflanzen durfte man anpflanzen. Zeiten des Aufbruchs, die Respekt, kein spöttisches Lächeln verdienen. Das Lachen, das so lange auf den Lippen erstorben war, es kehrte wieder. Lebensfreude, auch wenn es noch ungewohnt erscheint. Sie am Sonntag wählen? Ja, ja. Und Sie? Selbstverständlich. Nehmen alle hin. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich werden wir wählen. Klar wählen wir. Ja, natürlich. Wahlen sind angesagt. Fast vergessen, die ersten freien Wahlen Berlins seit der faschistischen Machtergreifung und die für 4 Jahrzehnte letzten Wahlen mit freier Stimmabgabe. Wahlkampf, auch er brauchte Einfälle. Die SED hatte als einzige Geld, Papier und Kleister bekommen. Wir von der SPD haben dann heimlich, wenn der Kleister noch feucht war, etwas weggenommen und unsere SPD-Plakate darüber geklebt. Unter den Augen der Alliierten geben am 20. Oktober 1946 2 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme ab. Das sind 92,3%. Das Ergebnis 48,7% für die SPD, 22,2% für die CDU, SED 19,8%, LDP 9,3%. Ein Debakel für die SED. 23. Juni 1948 früh. Russen führen Währungsreform durch. Alliierte beraten, Meldung angekündigt. Sie kommt und kommt nicht. Spannung, Erwartung. 1 Uhr, endlich Nachricht. Erklärung des amerikanischen Kommandanten, Währungsreform gilt nicht für Westsektoren. Demonstranten gehen am Nachmittag zum Stadthaus. Protest gegen bevorstehende Einführung der Westmark. Ruhiger Verlauf, lange Wartezeiten. Leute warten bis auf die Straße. Viel Polizei. Amerikaner schussbereite MP auf Panzerspähwagen durch die Straße. Pauli erklärt, Versorgung Berlins sei gesichert. Bilder, die einem wieder sehr vertraut erscheinen. Doch nicht um Begrüßungsgeld ging es, nicht um Zwangsumtausch. Die Währungsreform besiegelte die politische Spaltung durch die wirtschaftliche Trennung. Oh ja, der Geldtausch florierte. Privatinitiative schien gefragt. Aber dann kam die große Ernüchterung. Die Blockade. Von einem Tag zum anderen waren alle Verkehrsverbindungen nach West-Berlin in die Westsektoren blockiert. Improvisation ist gefragt. Energiespender-Fahrrad kann nicht alle Probleme lösen. Eine beispiellose Aktion, die Luftbrücke, beginnt. Die Stadt wird aus der Luft versorgt. US-Oberbefehlshaber Lucius D. Clay organisiert das Unmögliche, die Luftbrücke. Ich werde eher nach Sibirien gehen, als Berlin räumen. Seine Entschlossenheit flößt der Bevölkerung Vertrauen ein. Alle 3 Minuten landen Flugzeuge in Tempelhof, bringen Nahrungsmittel, Kohle, alles, was die Stadt zum Überleben braucht.
Am Ende werden es über 1 Million Tonnen sein. Schnelligkeit und Präzision beim Entladen sind geboten, um den Flugplan einzuhalten. Berlin muss nicht hungern. Volksmassen waren es auch damals, die Entscheidungen erzwangen. Wir kommen wieder in den Ostsektor Berlins. Wir kommen auch wieder in die Ostzone Deutschlands. Am 9. September appelliert Ernst Reuter vor 300.000 Berlinern an die Welt. Wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt, ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Die Blockade erreichte ihr Ziel nicht. Die Verkehrswege wurden von den sowjetischen Verbündeten wieder freigegeben. Bilder der Erleichterung und Freude. Erinnern Sie nicht an vergleichbare Eindrücke der letzten Monate? So einmalig die Geschichte auch sein mag, sie findet so oft Vorbilder und Vorläufer in ihren Geschehnissen. Rechten stehen. Und am Ende dieser Periode wird die Wiedervereinigung Berlins mit ganz Deutschland und die Wiedervereinigung auch Ostdeutschlands mit dem übrigen Vaterland stehen. Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. An ihre Spitze trat als der von der Volksvertretung gewählte Präsident Wilhelm Pieck. Er berief Otto Grotewohl zum Ministerpräsidenten und Walter Ulbricht zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Armeegeneral Tschuikow übergab die bisher von der SMA ausgeübten Regierungsfunktionen der provisorischen Regierung. Mit tiefer Bewegung erfuhr das deutsche Volk von der telegrafischen Botschaft Stalins an Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, hieß es in Stalins Botschaft, ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Hunderttausende und Millionen fühlten, dass Deutschland, und sei es auch vorerst nur zu einem Teil, einen neuen Weg beschritt, der ihm die Freundschaft aller ehrlichen Menschen sicherte. Das bedeutendste Ereignis des ersten Jahres der jungen Republik bildete die Einberufung des 3. Parteitags der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Hören wir genau hin. Der Tonfall, die Diktion der Kommentare sollte uns über viele Jahre vertraut bleiben. Wenig demokratisch ging es zu, obwohl die sozialistische Demokratie als Regierungsprinzip stets beteuert wurde. Scheindemokratie. Für alle Zeiten. Walter Ulbricht, der Initiator des 2-Jahr-Planes, begründete den neuen 5-Jahr-Plan. Der 5-Jahr-Plan sieht eine Steigerung der friedlichen Industrieproduktion um das Zweifache gegenüber dem Stand von 1936 vor. Es wird sich erweisen, dass es aufgrund unserer neuen demokratischen Ordnung möglich ist, ein Tempo der industriellen Entwicklung pro Jahr zu erreichen, welches für kein kapitalistisches Land erreichbar ist. Die Vorbereitung für die Durchführung des 5-Jahr-Planes. Das ist die Überwindung der Rückständigkeiten, die bei uns vorhanden sind. Doch das Leben ging weiter, erhielt wieder Züge von Normalität. Auch das Politische. Vielleicht amüsiert uns heute die Diktion der Kommentare, die Theatralik der Lebensfreude dieser Bilder.
An der Oder entstand dort, wo eben noch dichter Kiefernwald gewachsen war, eines der größten Stahlwerke des Kontinents, das Eisenhüttenkombinat Ost. Den Ruf des ZK Ende des Jahres 1951 begannen Tausende und Abertausende nach schwerer Berufsarbeit allabendlich die Trümmer von den Straßen zu schaffen, Ziegelsteine und Schrott zu bergen. Das war die alte Frankfurter Allee im Jahre 1946. Und das ist die Stalinallee heute. Niemals zuvor hatten Arbeiter in Deutschland so gewohnt. Aber eines Tages werden alle deutschen Arbeiter so wohnen. Eines Tages werden in allen Straßen Deutschlands solche Läden mit hoher Verkaufskultur den werktätigen Menschen unserer Heimat den Einkauf zur Freude machen. Vor der Arbeiterklasse und allen fortschrittlichen Menschen in Westdeutschland zu beweisen, dass es ohne die Kapitalisten, ohne die Konzerne und Bankherren tausendmal besser geht. Und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt. Doch für viele Menschen waren jene ersten Jahre des Neuaufbaus, trotz der Entbehrungen und Belastungen, die Jahre der Hoffnung auf die ersehnte bessere Welt. Auf eine wahre Demokratie, die dem Volke dient und sich nicht seiner bedient. Auferstanden aus Ruinen. Wir sangen, wir hofften, wir glaubten es. Zweites Kapitel. Aufbegehren und Ausblick. 1952. Ein Staat beginnt sich zu schützen, nach außen vor den Gegnern von innen. Die Abstimmung mit den Füßen straft alle Wahlergebnisse Lügen. Sperranlagen sollen die Flucht verhindern. Können sie Meinungen verändern, Hoffnungen stärken? Die Kluft zwischen Regierung und Volk wird immer größer. Frühling 1953. Statt Hilfe folgt Drohung, statt Taten nur Versprechen, statt Verbesserung des Lebensstandards die Erhöhung von Normen. Die Situation spitzt sich zu. Volkszorn ersetzt die geknebelte Demokratie und verschafft sich Gehör bei jenen, die dem eigenen Volk schon so fern sind. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 endet blutig. Gewalt. Nackte militärische Gewalt bezwang die protestierenden Arbeiter. Eine Absage an den Kommunismus? Dazu Ernst Reuter, der regierende Bürgermeister West-Berlins. Trauer, die in unserem Herzen schwingt, geht auch hinaus in die sowjetische Zone, überall da, wo die deutschen Arbeiter dem kommunistischen Regime gezeigt haben, dass sie eine freie Welt wollen und kein kommunistisches Regime. War die Absage an die neue Gesellschaftsordnung so eindeutig? Es schien doch aufwärts zu gehen. Ehrgeizige Industrieprojekte wuchsen. Ehrliche Hoffnung begleitete viele. Jetzt endlich schienen sich die Ideale von der neuen Zeit zu verwirklichen.
kann ganz Deutschland sein, wenn es geeint und friedlich ist. Mit Kraft sparte man nicht, wir alle nicht. Vorbilder, Hoffnungsträger waren da, wurden mal wieder zu Helden stilisiert. Das ganze Leben Wilhelm Pieks. Ein großes Leben, ein ruhmvolles Leben, ein Leben für das Volk. Mit Stolz verwies man auf die Erfolge in der Produktion, dessen Erzeugnisse Weltruf genießen und in viele kapitalistische Länder exportiert werden. Der Pavillon der jungen DDR-Luftfahrtindustrie ist ein Magnet besonders für ausländische Besucher. Mit allem Komfort wurde das erste deutsche Strahltriebwerk Verkehrsflugzeug 152 ausgestattet. Viel Neues gibt es für die in- und ausländischen Besucher auch unter den schweren Brocken auf dem Messefreigelände. Der VEB Zementanlagenbau Dessau zeigt eine Mahlanlage mit Brechmühle von höchster Leistung. Was aber war wirklich die Bilanz der Jahre? Gewiss, manche soziale Errungenschaft schlägt zu Buch. Und auch in Häfen des kapitalistischen und sozialistischen Auslandes vom Fleiß und der erfüllte Pläne in den Berichten widersprechen den keineswegs gefüllten Regalen in den Geschäften. Anzüge in kräftigen Farben aus der volkseigenen Strick- und Wirkwarenindustrie. Ulbricht im Takt. Volksnähe wurde demonstriert, aber sie ersetzt keine Demokratie. Die Flucht erscheint für viele erneut als der einzige Ausweg. Bilder dazu? Sie fehlen in den Archiven der DDR, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Und doch waren es wieder Hunderttausende. Drittes Kapitel, Abwehr und Angst. Durch Stacheldraht und Mauer wurde Berlin am Morgen des 13. August 1961 endgültig geteilt. Einheiten der Nationalen Volksarmee und der Betriebskampfgruppen schlossen das Schaufenster des Kapitalismus. Stacheldraht wurde zum Symbol einer Politik der Unsicherheit und des Misstrauens. In 6 Jahren hatten rund 1,7 Millionen DDR-Bürger ihr Land verlassen. Das Leben erlahmte. Am Morgen war der Kollege, der Freund, der Vorgesetzte nicht mehr da. Oft sogar der nahe Verwandte. Menschliche Tragödien, aber auch wirtschaftlich die drohende Agonie. Mitten durch Berlin ging nun die Mauer, die Grenze zweier Regime. Die Diktion des folgenden DDR-Materials erinnert an die Machart früherer Propagandafilme des Dritten Reiches. Sich nahm die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik im Auftrage der Volkskammer und gestützt auf einen Beschluss der Warschauer Vertragsstaaten die bisher offene Staatsgrenze in Berlin unter Kontrolle. Damit konnten in einer äußerst bedrohlichen Situation alle im Operationsplan Deko 2 festgelegten Absichten einer Aggression verhindert werden. Als aber im Juni 1948 die westdeutsche Separatwährung auch für West-Berlin Gültigkeit bekam, wurden Wechselstuben die ersten Schützenlöcher in der Hauptkampflinie gegen das Potsdamer Abkommen und seine Sachwalter. Im gleichen Jahr begann der Angriff gegen alles Nicht-Westliche in diesem West-Berlin. Wochenlang ließ der damalige Statthalter des dreisektorialen Gebildes die auch durch West-Berlin führende S-Bahn nicht verkehren, nur weil sie Eigentum des anderen Deutschland war und ist. Aus dem vielbesungenen Grunewald wurde ein Manövergelände. Wortwörtlich setzte man gegen alles, was nicht in die Frontstadtrichtung passte, Himmel und Hölle in Bewegung. Fühlte man einen Spionagetunnel ins demokratische Berlin. In den Villen Zehlendorfs und Dahlems, am Kurfürstendamm und in Charlottenburg etablierten sich 80 verschiedene Agentenorganisationen, deren V-Männer und Tipper nur einen einzigen Auftrag hatten: das Gefüge der Deutschen Demokratischen Republik zu unterminieren. Überraschend, eindeutig und in voller Verantwortung für die Geschicke ihres Staates ließ die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die bisher offene Grenze zum Kriegsbrandherd West-Berlin besetzen
und nahm damit den Gefahrenpunkt Nummer 1 in Europa unter Kontrolle. Ruhe trat ein. Denn niemand konnte die Kraft übersehen, die hinter dem Gesetz stand. Diese Kraft beschränkt sich nicht auf ein Land. Sie umfasst alle im Warschauer Vertrag vereinten Staaten. Sie machen sich Feuer und Wasser, Himmel und Erde untertan, weil es für sie gut ist. Was gleichzeitig jenseits der Grenze, die niemand zu überrollen wagte, geschah, war das Schimpfen Verführter und das Drohen jener, die sich um den Krieg betrogen fühlten. Vom Feuer war die Asche geblieben und die Klugen fanden sich damit ab. Nur Bonn nicht. Die Reise nach West-Berlin sollte zur Abschiedsvisite werden, denn was vorbei ist, ist vorbei. In nicht beneidenswerter Lage sah sich der amerikanische Sonderbotschafter General Clay, geriet jedoch in den Widerspruch zwischen der politischen Realität und den selbstmörderischen Forderungen der Bonner Mannschaft. Fietze Jonsen erging es nicht anders. Aus diesem Zwiespalt wurde der Versuch der Einschüchterung geboren, der den Checkpoint Charlie auf der Westberliner Seite der Friedrichstraße zum kleinen Feldlager werden ließ. Es blieb dabei. Das Ganze halt. Die Verhältnisse sind geordnet. Die Verhältnisse sind geordnet. Aber welche Opfer, welche Schicksale, wie viel Trauer forderte das? Viele zweifellos glaubten trotz dieser Opfer daran, dass die Abschirmung vom Klassenfeind der Entwicklung im Lande nützlich sei. Die da in Uniform standen am Stacheldrahtzaun, sie glaubten zumeist auf der richtigen Seite zu stehen. Die Trennung? Sie musste sein. Im Interesse des Friedens und der Freiheit in einem neuen, besseren, sozialistischen Staat. Aber die Hoffenden, sie waren die Betrogenen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die folgenden Dokumente sprechen für sich. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Diese Frau versucht, aus dem zweiten Stock ihres Hauses zu entkommen. Sie wird von den Verfolgern festgehalten. Die Flucht. Auf unterschiedlichster, abenteuerlicher Weise wurde sie versucht. Auf Wasser-, Land- und Luftwegen. Aber auch Tunnelbau untergrub im wahrsten Sinne die Autorität des Staates. Die Flucht. Sie war der letzte, verzweifelte Schritt.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Über 150 Menschen ließen bei Fluchtversuchen an der Mauer ihr Leben. Und die Stadt richtet sich auf das getrennte Leben ein. Wilhelmstraße. Unten die Mauer mit den Panzersperren dahinter. Potsdamer Platz. Auf das Brandenburger Tor zu. Trostlosigkeit. Warum schwieg trotzdem die Mehrheit des Volkes? 99,95% der Wähler stimmten, zumindest sagt es die Statistik, 1963 für die Einheitswahlliste der Regierung. Begeisterte Zustimmung? Wohl kaum. Eher Anpassung, Angst, Gleichgültigkeit. Vielleicht auch noch das Quäntchen Hoffnung. Denn ruhig war es nun im Lande. Ruhe. Doch für welchen Preis? Viertes Kapitel. Anspruch und Anschein. Den Kapitalismus auf wirtschaftlichem Gebiet zu schlagen. Das priesen Pläne und Programme lauthals an. Die gigantische Entwicklung der Schwerindustrie ließ Literaten wahre Elogen verkünden. Die Medien kannten kaum andere Themen. Erfolge füllten die Zeitungsspalten, wo sie nicht waren. Wurden sie herbeigeredet. In die Waagschale geworfen wurde ein Bund gleichgesinnter Menschen. Menschen, die die Welt verändern. Gewisse Erfolge. Wer wollte sie leugnen? Aber im Vergleich mit dem Wirtschaftswunderland BRD nahmen sie sich dürftig aus. Marktwirtschaft, also des freien Wettbewerbs in sozialer Partnerschaft. Die Steigerung des Lebensstandards ist offenkundig. Mitte der 60er Jahre gibt es in der Bundesrepublik schon rund 10 Millionen Privatautos. Zwar führten viele Rentner und Kriegshinterbliebene bis zu dieser Zeit eine sehr bescheidene Randexistenz, aber den meisten Deutschen ging es schon damals besser als je zuvor. Wird es immer weiter aufwärts gehen? Konsum wird großgeschrieben. Das ist verständlich nach den Jahren des Krieges und der Not. Zweifellos, Amerika hilft. Wirtschaftlich und politisch. 1963 erneuert Präsident Kennedy das Versprechen, zur Freiheit dieser Stadt zu stehen. All free men. Wherever they may live. Alle freien Menschen, wo sie auch leben, sind Bürger Berlins. Darum sage ich als freier Mann mit Stolz, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Wirtschaftliche Entwicklung fordert auch Zusammenarbeit. Im März kommt es zu einer ersten hoffnungsspendenden Begegnung. Erfurt, damals im Blickpunkt der Welt. Die beiden deutschen Regierungschefs Willy Brandt und Willi Stoph treffen sich zum ersten Gespräch. Zeigt das ungebrochene Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Nation. Die Ostdeutschen rufen Willy Brandt ans Fenster. In einem Grundlagenvertrag verpflichten sich beide Seiten, auf Gewaltanwendung zu verzichten und gutnachbarliche Beziehungen zu entwickeln. Dabei geben sie ihre Bindungen an die jeweiligen Bündnissysteme nicht auf. Die deutsch-deutsche Verständigung führt zu einem verstärkten Wirtschaftsaustausch, erleichtert menschliche Begegnungen und mildert dadurch die Folgen der Teilung Deutschlands. Ein Anfang ist gemacht. Die Internationale Konferenz für Sicherheit und internationale Zusammenarbeit in Helsinki bringt im Juli 1975 neue Begegnungen, neue Erleichterungen, neue Hoffnungen.
Aber vieles der Helsinki-Schlussakte sollte Papier bleiben, nicht in die Realität des politischen Lebens in der DDR Eingang finden. Die Angst vor einer Demokratisierung saß zu tief. Trotz garantierter Freiheit der Wohnsitzwahl blieb die Mauer undurchdringlich. Das Sperrsystem wurde sogar noch teuflisch perfektioniert. Lauter wird die Forderung, die Helsinki-Beschlüsse auch einzuhalten. Nicht nur von innen, auch von außen wird die Forderung nach Öffnung der Mauer erhoben. Am 12. Juni 1987 in Berlin-West von Präsident Reagan wohl an die richtige Adresse gerichtet. Come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nein, die Öffnung der Mauer ließ auf sich warten. Dafür berauschte sich die DDR an sportlichen Erfolgen, wie bei der Olympiade in Seoul, um wirtschaftliche Misserfolge und politische Fehlschläge vergessen zu machen. Die Welt des Scheins. Die Welt auch der krassen Gegensätze. Die Liga-Ehrung in der Olympischen Spielhalle. Erntetelegramm des Bezirkes Cottbus. Über 90% des Getreides in den Speichern. Zwei Drittel der Felder vom Stroh beräumt. Zwischenfrüchte zu 75% im Boden. Der Vorlauf witterungsbedingt, doch eben das macht den Bauern auch Kopfzerbrechen. Noch 170 Hektar standen heute früh auf dem Heim. Loblieder auch auf die genossenschaftliche Landwirtschaft. Aber auch anderes trägt Früchte. Verschwiegene. Und Sommergerste, nachdem auch am Wochenende Erntehochbetrieb war. Mehr als 8000 Wohnungen hat sie in dieser Zeit mit Wissen, Können und Engagement gebaut. Sozusagen eine kleine Kreisstadt inmitten von Leipzig. Der Stand der Dinge sieht zurzeit so aus, dass wir in der Montage mit 613 WE fast die Hälfte der montierten WE montiert haben. Stolz auf Neubauten. Aber das andere Leipzig sah man in keiner Nachrichtensendung der DDR. Und wir haben uns das Ziel gestellt, zum 40. Jahrestag unserer Republik unseren Planvorsprung von 60 WE über den Plan, die schon verkauft worden sind, unbedingt zu halten, wenn möglich ist, noch ein kleines bisschen zu steigern. Mitreißender Jubel eines zukunftsfrohen Volkes, seine Einheitsjugend, strahlend vor der Riege der huldvoll lächelnden Parteiprominenz. Pfingsttreffen der Jugend, Mai-Demonstration, Berlin-Jubiläum, Staatsfeiertag. Die Bilder, die Zeremonien, sie gleichen sich stets. Hier in den Notquartieren der Botschaften von Budapest und Prag im August 1989 ist nichts von diesem Jubel, dieser scheinbaren Begeisterung zu verspüren. Wir bestellen unsere Heimat, schönen Gruß! Bau auf, bau auf. Aber was? Die luxuriösen Jagd- und Urlaubswillen jener, die als Diener des Volkes und als ihre Vertreter gewählt und legitimiert waren? Vielleicht glaubten sie es sogar oder wusste der Wahlleiter Krenz bereits, was er verkündete. Wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Gegen die Wahlvorschläge wurden 142.301 Stimme abgegeben.
Das sind 1,15%. Im Namen der Wahlkommission der Republik danke ich allen, die durch ihren persönlichen Einsatz zum erfolgreichen Verlauf der Kommunalwahlen beigetragen haben. Der Staatsrat der DDR hat die Wahlfälschungen vom 7. Mai 1989 in verschiedenen Städten und Gemeinden als beschämende Vorkommnisse verurteilt. Ich habe diese Fakten mit Empörung, mit Zorn und auch mit Scham erfahren. Ich muss sagen, dass Amtsmissbrauch und Korruption eines Mitgliedes der SED unwürdig sind. Brüder in eins nun die Hände. Sie rührten sich, sie klatschten, sie winkten noch einmal mit dem grimmigen Optimismus wieder besseren Wissens bei der Vorbereitung des 40. Jahrestages der Gründung der DDR. Ein Höhepunkt sollte es werden, die Bilanz einer beispielgebenden Entwicklung. Das Bad im Jubelkreis der Jugend, es schien wie einst und je. Doch war der Blick mancher der hofierten Ehrengäste auf der Tribüne im Berliner Stadtzentrum bei diesem Jubiläumsspektakel ernster als sonst. Minister, Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen. Der Fackelzug der Jugend, wohl organisiert und geübt, zog von West nach Ost, vom Brandenburger Tor zur Machtzentrale von Partei und Staat. Den Zug tausender anderer Jugendlicher in die andere Richtung, über Ungarn, die CSSR in den noch immer geschmähten Westen, verschwieg die Kamera geflissentlich. Zeichen der Schwäche eines Staates, der so gern seine Stärke pries. Der Schein sollte trügen. Jubel wurde organisiert, Sprechchöre, spontaner Hurrarufer akribisch trainiert. Die Demokratie verkümmerte zu formalen Pflichtübungen. Mitdenken war gefährlich, mitregieren unmöglich, mitarbeiten blieb als einziges Postulat. Die inszenierte Feier zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR konnte die Molltöne im Jubelkonzert nicht mehr völlig überhörbar machen. Der Anfang vom Ende oder besser, das Ende des Anfangs? Fünftes Kapitel. Aufbruch. Bisher Unvorstellbares geschieht. Proteste, Demonstrationen ohne Genehmigung, Aufbegehren trotz massiver Gewaltdrohung. Wir sind das Volk. Der schlichte, gewaltige Satz bringt Mauern ins Wanken. Gorbatschow besucht die DDR. Was hat er im politischen Gepäck? Die Hoffnung der Bevölkerung ist wieder einmal groß. Werden sich Perestroika und Glasnost jetzt auch in der DDR realisieren lassen? Das Volk empfängt den Gast mit großer Herzlichkeit. Der Staatsempfang hingegen wirkt schon unterkühlt. Nur noch Imagepflege vor der Welt? Auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Neue Bilder, die so gar nicht zum Gesagten passen. Rund 12.000 vorwiegend junge Menschen auf einer nicht genehmigten friedlichen Demonstration. 4. November 1989, ein unvergessliches Datum für die Geburt einer Demokratie. Fast 1 Million Berliner vereinigen sich zur größten gewaltfreien Demonstration. Wir lassen uns nicht mehr bevormunden. Vertreter der Kirchen, die Schriftsteller, Künstler, Politiker wagen mutige, ehrliche Worte gegen ein Regime, das in ihrem eigenen Lande sie 4 Jahrzehnte bevormundete und mundtot machen wollte. In die Hände eines Einzelnen. Alle,
Alle müssen teilhaben an dieser Macht. Und wer immer sie ausübt und wo immer, muss unterworfen sein der Kontrolle der Bürger. Ein Vorschlag für den 1. Mai. Die Führung zieht am Volk vorbei. Ich kann nur sagen, die Demonstrationen müssen so lange weitergehen, bis sich wirklich was ändert. Dass man auch mal reisen kann. Dann auch, genau. Ja, denn Reisen bildet ja. Denn wir wurden ja zu lange verschätzt, ne? Die Sensation kommt leise. Pressekonferenz mit Günter Schabowski, dem neuen Informationschef des neuen Zentralkomitees der SED. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Zu Deutsch, die Mauer, dieses gehasste Bollwerk, soll durchdringbar sein. Noch fehlt der Glaube. Unsere Kinder wohnen hier in West-Berlin und wir sind jetzt auf einmal heimlich hierher gekommen, damit wir endlich mal sehen, wie das so weitergeht. Und ich sage, vor vielen Jahren gab es mal einen Film, der dieses Thema behandelt hat. Da habe ich gedacht, das ist ein Science-Fiction. Heute ist es wahr geworden. Guten Tag. Aber den kann ich noch nicht begreifen. Bilder, die um die Welt gingen und wohl keinen unberührt ließen. 40 Jahre Trennung hatten Wunden geschlagen, aber die Verbundenheit nicht zerstört. Wahnsinn! Wie oft hörte und sagte man dies an diesem Abend? Hier gerade in diesem Moment, hier erleben wir etwas, wie Gott den Fluch in Segen verwandelt. Wir machen eine kurze Rundtour und zum Frühstück sind wir da. Ist ja gut, Antjen, ist ja gut. Ja. Wie haben Sie die Kontrollen hier erlebt? Ach, wunderbar, klasse. Ich habe ja nicht gewusst, dass die Jungs so richtige Kumpel sein können, wirksam. Wa? Also ich freue mich echt. Also wunderschöner Tag. Wacht auf, Trabanten dieser Erde. Die Westberliner Straßen erhielten ein neues Bild. Noch vor wenigen Wochen absolute Tabuzone. Jede Annäherung hätte das Leben kosten können. Jetzt wird die Mauer über Nacht zur sportlichen Herausforderung. Symbolhafte Bilder, die den einstigen Schrecken fast vergessen lassen. Die wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Ein Bauwerk, ein Monstrum, das noch 100 Jahre stehen sollte, fällt, weil es das Volk so will und weil es den Mut fand, diesen Willen friedlich, aber mit Nachdruck zu fordern. Vor wenigen Wochen noch standen sie sich bewaffnet als angebliche Feinde gegenüber. Jetzt sind auch sie, die Grenzpolizisten und Grenzsoldaten, in den allgemeinen Freudentaumel einbezogen. Niemand, der dabei war, wird diese Bilder, diese Eindrücke, diese Begegnungen jemals wieder vergessen. Weltgeschichte kann auf Stunden zusammengedrängt erscheinen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Eines möchte ich noch sagen, mein Alter, weil ich lebe zwischen zwei Generationen. Ich sage, was kann die Jugend dafür, dass die Alten so blöd waren?
Westen. Um unsere Republik vor Räubern zu schützen. Das geht nur mit der anderen Zeit, ist fortgeschritten, dass wir mal morgen wecken müssen, würde ich sagen. Also das ist wie ihr Andenken. Ein ängstlicher Blick aus Gewohnheit? Mit Hammer und Meißel geht es gegen Hammer und Sichel. Ich bin ja nicht erst zur Schule gegangen. Die Lehrer haben halt zwar ein bisschen Terror gemacht, aber ich meine, die haben es entschuldigt. War toll gewesen. War auch, ja. Wunderbar. Also die Freundlichkeit, wie man aufgenommen worden ist. Ich habe hier am Potsdamer Platz gestern beim Übergang, haben die Leute gesagt, sie kommen aus Holland und einen großen Chrysanthemenstrauß bekommen. Ja. Das war ein Winken, ein Jubeln. Also das war ganz fantastisch gewesen. Der Trabi. Er bringt eine neue Duftnote in die große, weite Welt. Von besonderer symbolhafter Bedeutung war die Öffnung des Brandenburger Tores. Die denkbar beste Absicht, Begegnungen von Menschen zu fördern. Nehmen Sie es als ein neues Zeichen des guten Willens meiner Regierung, diesem humanistischen Anliegen zu dienen. Es ist ein Zeichen. Ein Freudenfest, wenn auch nicht ganz ungetrübt, Silvester 1989. Steht Deutschland an der Schwelle eines neuen Jahrzehnts mit neuen Vorzeichen? Wird es bei Ausgelassenheit und Trubel bleiben, bei der Freiheit, die nun grenzenlos ist? In die Freudenfeuer mischt sich bereits Besorgnis, Nachdenklichkeit. Wohin lenkt die Freiheitsgöttin ihren Wagen? Politischer Alltag löst den Freudentaumel ab. Der runde Tisch, als demokratisches Organ erkämpft, beginnt seine sehr komplizierte Aufgabe. Ein demokratisches Organ. Endlich. Vieles sollte an diesem Tisch zur Rede kommen. Vorbeimogeln können. Dementsprechend auch die Position der Initiatoren von der katholischen und evangelischen Kirche bereits vor Beginn der Diskussion. Solch ein Interieur des ehemaligen MFS ging heute in die Hände der Deutschen Post über. Das zuvor gesicherte Objekt, ein Haus in Werneuchen, das Bürgern aufgefallen war. Nach dem Sesam öffne dich in der Garage kommt ein Nachrichtenbunker mit allem Drum und Dran zum Vorschein. Aber das schmucke Eigenheim entpuppte sich nur als nahe Ausweichvariante für einen hochkarätigen Führungspunkt unter einem Dynamo-Sportareal bei Schönfeld. Über diese Wege ging es zum Stabsraum, zu Funk- und Fernschreibtechnik. Ein circa 1500 Quadratmeter Labyrinth. Wer hatte davon gewusst? Wenn Sie mich fragen, im Alter von über 60 Jahren, 40 Jahre in der Partei, 40 Jahre in diesen Organen, bin ich auch am Boden. Ich muss damit leben. Ich schäme mich, jawohl, für diese Dinge schäme mich. Ich kann es nicht rückgängig machen. Wir sind ja nicht hergekommen an sich, um das Volk auszupressen, ich will es mal so sagen, sondern wir hatten ja ganz konkrete Arbeiten am Feind. Ja. Aber der Feind war doch das eigene Volk. So stellt, oder Teile des eigenen Volkes. So stellt sich das heute dar und so erziehen wir uns auch unsere Mitarbeiter. Das ist wirklich so gewesen. Der ehemalige Staats- und SED-Chef Honecker ist heute früh nach seiner Entlassung aus der Berliner Charité im Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg gebracht worden. Einsichten, so schnell, so glatt und täglich sensationelle Informationen. Ich halte den 77-Jährigen nach zwei schweren Operationen nicht für haftfähig. Allgemein wird die Einweisung Honeckers in ein Gefängniskrankenhaus erwartet. Mittlerweile befinden sich 14 Mitglieder des ehemaligen SED-Politbüros in Haft. Das Gremium hatte aus 21 Mitgliedern und 5 Kandidaten bestanden. Berlin. SED-Führungsrolle nicht mehr in der Verfassung. In Berlin verschwindet das weithin sichtbare Symbol der SED vom Haus des Parteivorstandes der SED-PDS. Handwerker haben heute mit dem Abbau des fast 5 Meter hohen Parteiabzeichens begonnen. Teil für Teil wird von der Fassade abgenommen. Dazu gehören auch die ineinandergreifenden Hände, die den Zusammenschluss von SPD und KPD symbolisieren. Was hier fällt und demonstriert wird, das ist mehr als nur ein Stück Metall. Ein Symbol fällt.
Der Staatsrat der DDR hat die Wahlfälschungen vom 7. Mai 1989 in verschiedenen Städten und Gemeinden als beschämende Vorkommnisse verurteilt. Diese Sachlage, so der Generalstaatsanwalt, könnte die Gültigkeit der Kommunalwahlen teilweise oder gar insgesamt in Frage stellen. Sogar solche Enthüllungen erfuhr man nun aus der aktuellen Kamera, deren Einschaltquoten kaum zu überbieten waren. Bis zu neuen Kommunalwahlen am 6. Mai sei es unerlässlich, dass die bestehenden Staatsorgane ihre Tätigkeit fortsetzen. Und auch das war damals eine Sensation. Der Inbegriff für politische Intoleranz und Parteijournalismus zur Meinungsmanipulation wurde demontiert. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Sendung heute wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein, nämlich die letzte. Einige mögen jubeln, wenn ich diese Fernseharbeit nun auf andere Weise fortsetze. Nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte. Der Umgang mit der oft unbequemen Wahrheit ist schwer, aber er befriedigt. In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen. Als Waffe im Klassenkampf zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Nichts zu bereuen? Schnitzler sprach es aus, dachte aber eher als einziger so. Nur das Volk sorgte für die Hygiene im Äther, von der Schnitzler sprach. Auf der einen Seite haben wir gezeigt, durch die Präsenz der Kampfgruppen, dass wir sowohl bereit als auch in der Lage sind, die Straßen freizuhalten von denen, die krakeelen, randalieren. Es hat sich gezeigt, dass die Demonstranten eigentlich sich auch von diesem Kern, der auf Radar ist, getrennt haben. 5000 hatten sich am Vormittag in die Kälte des Berliner Lustgartens begeben, um einmal mehr ihren Hoffnungen und Wünschen an traditionsreicher Stätte Ausdruck zu geben. Von Wissenschaftlern und Künstlern aufgefordert, vorauszudenken und zu handeln, macht bereits das äußere Bild deutlich, worum es den Teilnehmern dieser Kundgebung geht. Doch längst nicht alles, was auf den Transparenten zu lesen ist, findet auch bei den Initiatoren dieser Zusammenkunft die ungeteilte Zustimmung. Wenn es im Jahresrückblick, wenn es in den letzten Wochen einen besonderen Tag gibt, dann ist es der Montag in Leipzig. Ausgangspunkt einer großen Bewegung des Volkes, die in unserem Lande vieles verändert hat. Traditionell zu Beginn die Friedensgebete in der Nikolaikirche und in den anderen 5 innerstädtischen Gotteshäusern. Was dann kommt, ist neu und Echo auf einen Appell, den heute Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Vertreter der Kirchen und der demokratischen Gruppierungen an alle Demonstranten, richteten. Entlang der Straßen, auf denen sie bisher 10-mal gezogen sind, bilden nahezu 150.000 Menschen einen vierfachen Ring. Symbol dafür, so meine ich, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen, Willkür, Intoleranz der Vergangenheit angehören zu lassen. Ein deutliches Zeichen wollten sie setzen, die Tausende, die hier am späten Nachmittag durch die Berliner Innenstadt ziehen. Ein Zeichen gegen Ausverkauf und Wiedervereinigung. Dass der Tag nicht zufällig gewählt ist und dass der Ruf nach Erhalt der Souveränität dieser DDR in Richtung Dresden geht, liegt auf der Hand. Noch bleibt ungewiss, wie er gehört wird, doch das Bekenntnis zur eigenen Identität, vieltausendfach an diesem Abend demonstriert, es soll ungesagt nicht bleiben. Schon 1,5 Tage hatten diese Soldaten vor ihrer Kaserne in Belitz in Kälte und Schnee ausgeharrt. Sie verlangen, als Facharbeiter in Uniform in ihren Heimatbetrieben arbeiten zu dürfen. Außerdem legten sie Verteidigungsminister Theodor Hoffmann einen Forderungskatalog für bessere Dienst- und Lebensbedingungen in der Armee vor. Seit Oktober ist dieser Platz zwischen Gewandhaus und Oper in Leipzig ein Begriff für die radikale Neubestimmung der politischen Kultur in der DDR. Zehntausende zur Montagsdemonstration, auch heute wieder. Unzensierte, freie politische Meinungsäußerung mündiger Bürger. Allerdings in den zurückliegenden 3 Monaten haben sich Aussagen und Engagement der Männer und Frauen hier in Leipzig gewandelt. Von der Oktoberforderung nach Demokratisierung des Sozialismus scheint nur noch die nach Demokratisierung übrig geblieben zu sein. Leute mit DDR-Votum waren für unsere Kameras nur schwer auszumachen. Auffallend auch heute die Intoleranz der Mehrheit gegenüber Andersdenkenden. Hier wäre sie allerdings angebracht, bei den ca. 20 Reps aus der westlichen Deutschen Republik. Die rechte Szene mit eiligst eingeschleustem Material agiert, als ob sie für den Wahlkampf in der DDR zugelassen sei.
Wo ist jetzt am 15. Januar in Leipzig die geforderte Toleranz geblieben? War das das Ziel der Mutigen der ersten Demonstrationen? Was forderten sie wirklich? Das neue Gesetz, das wäre die nächste Forderung, die nun ansteht. Was bleibt offen? Tatsächlich freie Wahlen. Tatsächlich eine Beseitigung der Diktatur. Tatsächlich eine Beseitigung des Terrorapparates. Drei Wochen vor den Wahlen zur Volkskammer steht das politische Wochenende im Zeichen intensiver Wahlvorbereitungen. Wahlkampf, eine neue politische Realität in der DDR. Die Demokratie sucht ihr Profil, sucht ihre Wähler. Wird die Vereinigte Linke mit der marxistischen Partei Die Nelken im Aktionsbündnis antreten? Die Sicht auf die eigene Lage innerhalb der Politlandschaft bekundete man in gewohnt ungewohnter Form. NDPD für die deutsche Zukunft. Wahlveranstaltung der Nationaldemokraten heute Vormittag in Berlin. Blasorchester am Eingang der Kongresshalle und Parteifreund Jörg Hinde mit im Saal. Trotzdem, dieser blieb fast leer. So sprach Parteivorsitzender Rauls dann vor kaum mehr als den eigenen Getreuen. Hier im jetzigen Rosa-Luxemburg-Haus saßen heute die nicht offiziellen Delegierten des ersten PDS-Parteitages. Ran an die Basis, damit die Talfahrt der Partei ein Ende hat. Wir wollen offen sein für alle. So sieht man hier die Attribute für PDS-Politik. Parteivorsitzender Gregor Gysi in einer über zweieinhalbstündigen Rede legte er die Grundposition der Partei dar, positionierte die PDS eindeutig. Die Partei des demokratischen Sozialismus ist eine entschieden linke sozialistische Partei. Das zu betonen ist umso mehr geboten, als in der Mitte der Parteienlandschaft der DDR ein wahres Gedrängel und Gerangel entstanden ist. Wir halten uns daraus. Willy Brandt, der Ehrenvorsitzende der SPD West, ist seit heute auch Ehrenvorsitzender der SPD Ost. Der Auftritt dieses Mannes, der zu den wohl prominentesten Vertretern der Sozialistischen Internationale gehört, ist am dritten Tag der landesweiten Konferenz der jungen DDR-SPD zweifellos der Höhepunkt. In seiner Ansprache ein deutliches und entschiedenes Ja zur deutschen Einheit, aber es müsse einhergehen mit einer Entwicklung, die nicht mit heißer Nadel gestrickt sei. Der Zug zur Einheit rollt. Jetzt kommt es darauf an, dass niemand unter die Räder kommt. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, das Abwählen des Sozialismus und eine Absage an alle Experimente, die auch nur nach Sozialismus riechen, bezeichnete Lothar de Maizière als entscheidende Ziele der Allianz für den 18. März. Freiheit und Einheit müssen in Deutschland wieder ein untrennbares Ganzes bilden. Und die Einheit, sie wird kommen, weil die Menschen es wollen. DSU-Vorsitzender Hans-Wilhelm Ibeling erinnerte an die Zeit des Faschismus und an den hoffnungsvollen Aufbruch des deutschen Volkes nach seiner Zerschlagung. Und es kam die zweite Katastrophe. 40 Jahre kommunistischer Herrschaft. Über 40 Parteien und politische Gruppierungen lassen sich ins Wahlregister eintragen. 24 Parteien und Vereinigungen treten am 18. März 1990 zur Wahl an. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Nun sind sie da, die neuen Männer und Frauen, die dieses Land braucht. Wir haben heute gewählt. Es ist die erste Wahl. Hier steht stalinistisches System zur Debatte und die Demokratie gewinnt. 2.15 Uhr ist es geworden, bis wir jetzt das vorläufige Endergebnis bekannt geben können. Wir hatten es versprochen, wollen das auch einhalten. Das ist das Verdienst, das bleibende Verdienst der Bürgerbewegung gewesen, diese Wahl überhaupt erst ermöglicht zu haben. Aber ich denke, es wird noch Jahre dauern, bis Demokratie von allen beherrscht wird, alle demokratisch denken und die alten Denkstrukturen beseitigt sind.
artikulieren. Ich bin froh darüber, dass der Runde Tisch eine Institution gewesen ist, wo politische Kräfte zu ihrer Sprache gefunden haben. Und jetzt kommt es darauf an, dass eben von unserer Regierung, insbesondere von der Regierung nach der Wahl am 18. März, alles getan wird, um die Wirtschaft unseres Staates so schnell wie möglich zu verbessern. Und ich habe die Partei meines Vertrauens gewählt, auch wenn ich weiß, dass manche in dieser Partei oder viele in dieser Partei mir nicht vertrauen. Es wird keine DDR mehr geben. Die DDR wird nichts sein als eine Fußnote in der Weltgeschichte. Ich denke, es ist also auch ein Ausdruck, die hohe Wahlbeteiligung, der Demokratiefähigkeit unseres Volkes, worauf wir also alle stolz sein können. Und das schließt alle anderen Parteien ein. Die Demokratie ist nach langen, schmerzhaften Wehen geboren. Aber sie muss wachsen, gedeihen, das Laufen lernen, ohne Krücken und fremde Stützen. Ein Volk schrieb sich in das Buch der Geschichte ein, mit ungelenker Schrift und auch stilistischen Fehlern. Das Volk wird aber dieses Kapitel nie mehr ausradieren lassen. Die Demokratie ist geboren. Wird sie leben? Sechstes Kapitel: Hoffnung und Hilfe. Keine Geburt verläuft ohne Wehen, kein neues Leben ohne Kinderkrankheiten. Auch eine junge Demokratie nach zwei jahrzehntelangen Diktaturen muss sich entwickeln, muss lernen, mit Beulen und roten Flecken fertig zu werden. Eine frei gewählte Regierung. Gratulation, aufrichtige, für den Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Die alten Symbole, die alten Insignien der Macht sind aber unübersehbar. Neuer Wein in alten Schläuchen? Soll das trübe Antlitz des Sozialismus nur poliert, nicht eliminiert werden? Zeichen werden gesetzt. Neue Namen müssen gelernt, alte möglichst rasch vergessen werden. Nicht durch Erlass, durch einsamen Beschluss auf höchster Ebene, sondern durch den Wunsch, das Begehren des Volkes, des Souveräns. Karl-Marx-Stadt, sozialistische Industriemetropole von einst, Arbeiterzentrum seit jeher. Eine überwältigende Mehrheit, erstmals befragt, entscheidet sich für den alten Stadtnamen Chemnitz. Ein Intermezzo ist beendet. Die immer größer werdenden Mauerlücken täuschen aber nicht mehr darüber hinweg. Auch andere, unsichtbare, geistige Mauern müssen verschwinden. Deren Partikel sind weniger gefragt als jene des einstigen Betonballs, der die DDR so wirksam vor der Marktwirtschaft abschirmen sollte und nun selbst Objekt marktwirtschaftlicher Initiativen wurde. Symbolhaft? Sicher. Aber der Stein der Weisen weiß selten, der Politiker zu denkwürdigen Erklärungen drängte. Foreign Minister brought me this piece of the wall, and he brought with this his thanks from him and the federal chancellor to the American people, and this is a good chance to say thank you, sir. And I think it's an expression of the strength of freedom and democracy all over Germany, that our Germans in the DDR were in a position by peaceful means to reach that. Mit der alten Ordnung verloren auch alle Orden an Glanz. Aber noch ist nicht alles abgelegt, was einst zum Ruhme des Sozialismus wirkte. Dass wir die alten Strukturen, die jetzt ja noch durch die PDS bestehen, verschwinden. Dass die alten vom Rat der Gemeinde mal abgelöst werden und mal ein bisschen neues Blut dort reinkommt. Die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 sollten Rechnungen begleichen, aber auch neue Kräfte sammeln. Träume? Wohl kaum. Eine moderne städtische Selbstverwaltung aufbauen, die es ja bisher noch nicht gibt. Das soll ja ab 6. Mai anders werden. Sie haben einfach festgestellt,
was man bedauern kann, aber was jedenfalls keine Schande ist und auch ganz selbstverständlich ist. Dieses Land hat seit 40 Jahren keine kommunale Selbstverwaltung gehabt. Farben und Plakate differieren mehr als die Programme. Ein Wahlkampf der Lernenden, die fehlende Erfahrung durch Engagement, Hoffnung, Courage ersetzen. Mut gehört dazu, angesichts des Erbes, das es anzutreten gilt, Bilder, die keinen Kommentar benötigen, allenfalls die Versicherung, dass sie nicht vor 4 Jahrzehnten und nicht in Slumregionen der dritten Welt gedreht wurden. Eine der 10 größten Industriestaaten der Welt. So lobte die DDR-Propaganda das marode Wirtschaftsvehikel. Vermutlich stimmte es sogar. Doch zu welchem Preis? Mit welcher Bürde für die Nachwelt? Eile tut Not. Auch jetzt noch kann das Leben jeden strafen, der zu spät kommt, zu spät entscheidet, zu spät korrigiert. Der Staatsvertrag. Ein Vertrag zweier quasi gleichberechtigter, befugter Partner, so schien es. So sollte es sein. Der neu gewählte Wirtschaftsminister Pohl nennt Kardinalprobleme. Es ist Übereinstimmung sichtbar. Zu den anderen Fragen, Sparguthaben 1:1 hatten wir immer gesagt, auch in der Regierungsaktion, wir hatten gesagt, hinterher ein zu differenzierender Betrag. Über die Betragshöhe möchte ich mich jetzt aber vor der Fernsehkamera jetzt nicht äußern. Das werden Sie verstehen, weil wir dazu in der Regierung insgesamt uns erstmal einen Standpunkt erarbeiten möchten. Nur Pohl lehmig? Wächst alles so betulich zusammen, wie es mancher zu leichtfertig erhofft? Erste Skepsis artikuliert sich. Der Freudentaumel der vergangenen Wochen weicht bereits erstem rechnendem Kalkül. Okay, aber eben mit den Sparguthaben, da muss ich Ihnen sagen, da haben wir jahrelang gespart und 4.000 Mark 1:1 und das andere, wie haben Sie gesagt, 1:2? Da sind wir ein bisschen noch skeptisch. Na, ist trotzdem alles unfair, die ganze Sache. Wieso? Auch mit 1:1 kommen wir viel zu kurz letztendlich. Ja, es ist schon nicht schlecht. Man kann schon zufrieden sein. Ganz einfach aufgrund dessen, wenn ich hier 4.000 Mark aufs Konto bringe, arbeite ich dafür ein Jahr. Und ist absolut nicht machbar. Vor der Wahl ist uns anderes versprochen worden. Die DEMA kommt. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr, skandierten noch vor wenigen Monaten die demonstrierenden Massen. Abschied von den Alu-Chips der ultraleichten DDR-Währung. Die Regale sind leer. Die reine Lehre von Marx und Engels. Das neue Geld, die ersehnte Welt des Konsums, das scheinbar ungetrübte Kaufparadies kündigen sich an. Mag hohnlächeln, wer die Jahre der Entbehrung und des Schlangestehens nicht erlebte. Hehrer Idealismus gedeiht schlecht in einer Mangelwirtschaft. Und ist noch was in den Läden? Naja, viel nicht mehr. Also Suchaktion, ja. Was gibt es denn vor allem? Naja, allerhand. Heute früh, da war kein Fleisch noch nicht drin, nichts. Vielleicht nach Mittag noch mal. Jetzt noch mal versuchen, was es gibt. Also Sie spielen heute alle etwas mehr. Jeder guckt noch, was er in der Tasche hat. Wenn Sie hier mal die Straße lang gegangen sind, sehen Sie ja, dass die Geschäfte schon fast alle zu haben, Inventur und so weiter. Wer nur noch ein bisschen was in der Tasche hat, der weiß nicht, wo er es lassen soll, der spielt noch einen Lottoschein. So rettet das vielleicht gleich ins neue Geld. Nun soll real werden, was sonst nur Fernsehwerbung verheißen konnte. Bekanntes, Unbekanntes lockt die Neugier an. Ziel erreicht? War es das, was wir alle wollten? Erfasst uns die neue Schaufensterkrankheit? Die unbewährte Währung geht. Kaum einer trauert ihr nach, oder? Ist Abschied, ja. Andererseits, da ich 40 Jahre gearbeitet habe, ist es auch ein großer Abschied. Denn das, was ich gespart habe als normaler Arbeiter, ist auch weg. Da habe ich gewartet drauf. Also kein wehmütiger Abschied? Überhaupt nicht. Ich freue mich, dass die DEMA kommt und versauft das letzte DDR-Geld.
freie Fahrt für die Währungs- und Wirtschaftsunion. Sie soll den Kurs mit Volldampf halten. Das neue Geld ist da. Unser neues Geld, das früher Valuta hieß und so unerreichbar fernschien. Wer denkt jetzt noch an die vielen Expertendifferenzen? An Politikerdebatten über Umtauschsätze, an Skeptiker im Wirtschaftsleben, die den Preis für die deutsche Einheit als zu hoch befürchten. Der Preis der Einheit? Wer hat vor Wochen überhaupt an solche Kategorien gedacht? Unkenrufe. Die Freude über das Warenangebot verdrängt eigene Fragen. Kaufen, auswählen, vergleichen. Eine neue Lust nach alter Last. Der Gipfel? Das Auto. Das traumhafte Westauto und dabei billig und auf Kredit. Und die Welt steht offen. Man kann ja nicht mehr so schwer arbeiten. West ist the best. Das Leben holt die Träume ein. Mark statt Marx. Sollte die Wandlung so einfach sein? Die Währung ist eins. Die Bewährung muss noch folgen. Siebtes Kapitel. Einheit und Einigkeit. Der Weg ist steinig und steil. Denkmäler stürzen, aber auch Säulen, die Sicherheit verhießen. Skepsis keimt aus übergroßem Hoffen. Wunschträume zerplatzen an der rauen Oberfläche der neuen Realität. Das Ringen um Existenz und Arbeitsplatz bestimmt von nun an das tägliche Leben. Erste Streiks scheinen das freundliche Bild des demokratischen Weges zu trüben. Die Müllfahrer streiken, dabei haben gerade sie so viel zu tun. Die Landwirtschaft, Hätschelkind der alten Ordnung, sieht sich brutal mit Marktproblemen konfrontiert. Politik gerät ins Zwielicht. Wir kriegen keine Mastverträge privat. Jeder hat 2, 3 Schweine noch im Stall. Ja, die können wir alle selber aufessen. Wir lassen uns nicht weiter von dieser Regierung und diesem Parlament an der Nase herumführen. Dafür hat die Bauern und die Erde gehen und die beschlossene Partei. Hey, guck mal das hier an, das ist ein Salz. Weil wir keinen Absatz haben für unsere Produkte. Unerbittlich ist der Markt. Oder sind es nur die Marktführer? Muss wirklich jedes DDR-Produkt dem Westpendant geopfert werden? Ohne Markt keine Mark, ohne Absatz keine Überlebenschance für viele Betriebe. Eine neue Vokabel prägt sich bitter ein. Arbeitslosigkeit. Und, Warteschleife, Abwicklung. Zu vieles landet auf dem Müllberg der Geschichte. Gespenstische Bilder. Die Trabi halten. 12, 15 Jahre Wartezeit und mehr gab es für die Rennpappe noch vor wenigen Wochen. Ein Stück DDR-Wirklichkeit war er, der Zwickauer Kleinwagen. Stinkend, aber zuverlässig, belächelt, aber geliebt und gehätschelt. Das Aus für den Trabant kam plötzlich, nicht unerwartet. Aber der Schmerz stellte sich nachträglich ein. Arbeitsplatzverlust, Gefährdung einer ganzen Industrieregion. Wird es gelingen, diese Talfahrt aufzuhalten? Nein, dieser schaffte es nicht, die Mauer für freie Fahrt zu durchbrechen. Er blieb in ihr stecken. Liebe kann bekanntlich Berge versetzen. Bruderliebe offensichtlich nicht einmal eine Mauer. In Memoriam, die East Side Gallery, unmittelbar am Berliner Hauptbahnhof. Symbole sind nicht zu unterschätzen. Immer wieder tauchte er in den Schlagzeilen der Weltpresse auf. Der Checkpoint Charlie, der Ausländerübergang in Berlin.
Er hatte seine Schuldigkeit getan. Die Alliierten ebenfalls. Weltgeschichte ist mitunter einfach zu demontieren. Namen, Erinnerungen bleiben. Ein erhebender Augenblick, aber Trauer will nicht aufkommen. Warum auch? Auch andere Gäste gehen, weniger freiwillig vielleicht. Gäste, die der Mehrheit nie willkommen waren. Was mag in den Köpfen dieser jungen Sowjetsoldaten vor sich gehen? Sie, die von Kindesbeinen den Sieg des Kommunismus als ehernes Gesetz eingetrichtert bekamen. Sie, die mit klaren Feindbildern in das geteilte Berlin und Deutschland kamen. Sie, wohl zumeist nicht ahnend, dass ihr Generalsekretär Michail Gorbatschow unschätzbaren Anteil daran hatte, dass sich diese Entwicklung in Europa vollzog. Die siegreiche Armee ist der Verlierer. Marktwirtschaft mit besonderer Pointe. Die Rote Armee veräußert ihre Güter, meist bietend. Ein Flugplatz gefällig? Mit allen Altlasten als Bodenschätze? Für so einen Flugplatz hat uns eine Firma 1 Milliarde D-Mark angeboten. Also hier abhauen? Ja, feine Sache. Haben wir mehr Wohnraum, alles. Der Kunstmarkt erobert die Szene ebenfalls. Spektakuläres erfordert Spektakel. Der nüchterne Fall der Mauer wird als Kunstereignis nachvollzogen. Doch das Leben schreibt die grellsten Geschichten. In der Freude der Grenzenlosen klingt auch der Mollton der nun Betroffenen, der einst Allgewaltigen mit. Aus für den Zoll, aus für die Zöllner, mit einseitigem Bedauern. Man hat hier viel schöne Zeiten eigentlich erlebt. Und da ist es doch ein bisschen komisches Gefühl ist es für jeden eigentlich, hier wegzugehen eigentlich. Weil es ja immer ist, das ist seine Arbeitsstelle gewesen und das ist doch ein bisschen komisch. Ohne Schranken ging es nicht, aber das Jahrhundertwerk wird vollendet. Der Einigungsvertrag. Das Werk, das Ost und West auf einen Nenner bringen sollte. Die Einmütigkeit der Verhandlungsführer Schäuble und Krause darf nicht täuschen. Es gärt noch vieles im Lande. Reizwort Staatssicherheit. Stasi. Ein Fundus für jeden Krimiautoren. Doch die Sache ist viel zu ernst. Bürgerrechtler besetzen die einstige Stasi-Zentrale. Schon wieder. Immer noch. Unrecht in Permanenz? Das ist nicht geschehen. Wir haben am 15. Januar des Jahres demonstriert und haben wissen, dass diese Forderungen nicht erfüllt worden sind. Inzwischen wird uns von der Bundesrepublik gesagt, wie mit diesen Akten umzugehen sein wird in der nächsten Zeit. Und wir denken, dass wir es selbst entscheiden müssen. Am Freitag habe ich die Listen erhalten, wurde mein Ministerium die Listen überstellt und wir haben die entsprechenden Personalentscheidungen getroffen. Ich bin der Innenminister und ich bin kein Hellseher. Aber auch andere Enthüllungen erregen Aufsehen. Nach vielen Missständen und Misswirtschaft in allen Bereichen feiert man die erste gemeinsame Miss Germany. Natürlich blond und natürlich aus den noch 9 Bundesländern. Schön, wie schön schön sein ist. Erinnere dich, Jungpionier, dass dir dereinst derartige Misswahlen als Inbegriff kapitalistischer Dekadenz verteufelt wurden. Jetzt darfst du sogar mitgenießen. Und, Ex-DDR-Bürger, beachte, was man mit etwas Farbe und Präsentation erreichen kann. Andere Sorgen? Nun gut. Aber bunt ist es halt, das neue Leben. Schön bunt und ein wenig oberflächlicher. Ernsthafter, grundsätzlicher, historisch bedeutsam zeichnet sich der letzte politische Akt auf dem Wege zur deutschen Einheit ab. Die Verhandlungen der Siegermächte mit den beiden deutschen Staaten, die 2+4-Verhandlungen. Sie setzten den Schlusspunkt
unter mehr als 4 Jahrzehnte Nachkriegszeit, Kalten Krieg, Zwietracht. Es beginnt eine neue Etappe der deutschen Geschichte. Für Europa, für die Welt. Deutschland ist eins. Ganz Deutschland ist frei. Die Chance zu nutzen, es liegt an uns allen. Die Geschichte in Europa und in Deutschland bietet uns jetzt eine Chance, wie es sie bisher nicht gab. Freudenfeuer zerplatzen schnell. Der Alltag entscheidet über das Sein und Werden. Es muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Es muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Landkarten müssen neu gezeichnet, Bilder neu geschrieben, Begriffe neu begriffen und gelernt werden. Auch Demokratie. Sie ist unteilbar. Wie Deutschland. Sie wird laufen lernen, wachsen und den Umgang mit sich lehren. Die Geburt, sie ist stets nur der Beginn. Damals. Belastete angestrengte Blick in die Vergangenheit, nicht die Gegenwart? Das Ende der DDR, war es Glücksfall oder Schicksalsschlag? Es war ein ganz glückliches Erlebnis, natürlich ein glücklicher Moment meines Lebens. Und damit war nicht zu rechnen. Es war wie im Zeitraffer, plötzlich Geschichte näher zusammengekommen. 2 Jahrzehnte sind aus historischer Sicht nicht mehr als ein Wimpernschlag. Eine ganze Generation lebt bereits unter den neuen Bedingungen, kennt die DDR allenfalls vom Hörensagen. Wir sind ein Volk. Wir wollten es sein. Sind wir es wirklich geworden? An sich in der Bevölkerung, muss ich sagen, ist es nicht mehr so, dass die Mauer in den Köpfen existiert. Also der Ossi und der Wessi gibt es eigentlich gar nicht. Vieles hat sich verändert. Die Mauer ist überwunden, aber mancherlei Gesteinsbrocken liegen gleichsam noch da. Blühende Landschaften, hatte Helmut Kohl damals vollmundig versprochen. Ja, aber auch Unkraut blüht. Heute herrscht Normalität da, wo vor 2 Jahrzehnten die Mauer, die Stadt, das Land, die Welt teilte. Raus wollten wir. Die Welt erfahren. Der Wunsch ist Realität. Dieser Alltag verführt zum Vergessen all dessen, was einst war. Wie stark klaffte doch Plan und Ulbrichts Wirklichkeit auseinander. Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe, weiß ich stolz darauf. Das hat mein Freund getan. Mein Freund, der Plan. Es geht gewiss nicht um das verklärende Erinnern. Es geht aber auch nicht um das kompromisslose Auslöschen der langjährigen Erfahrungen, der Lebensgeschichten, des bewältigten Alltags in der DDR. Nur wer weiß, woher er kommt, versteht, wohin er will. Die Probleme, denen wir uns gegenübersehen, auch heute noch, sind ja nicht Lasten der Vereinigung, sondern Lasten von 40 Jahren verfehlter sozialistischer Politik in der DDR. Das darf man nicht vergessen. Die Aussicht, dass Deutschland einmal in seiner Gesamtheit einen Wohlstand erreichen wird, den wir also überall haben, die ist ja auch heute noch real. Dass sie nicht über Nacht kommen konnte, hat niemand versprochen und konnte ja auch nicht geschehen. Herr Genscher hat recht. Keineswegs alle Hoffnungen erfüllten sich. Die Freiheit bringt nicht automatisch Gleichheit und Brüderlichkeit. Zurück ins Gestern? Nein. Nie mehr. Wollen Sie die Mauer zurückhaben? Also das ist, glaube ich, dann eher so ein emotionaler Quatsch, der dann mal geäußert wird. Aber ich glaube, dass das keiner sich wirklich wünscht. Die neue Demokratie hatte ihre Kinderkrankheiten. Sie hatte und hat ihre ererbten Schwächen. Die Vormundschaft wurde manchmal zur Gängelei. Und manch DDR-Bürger erlebte, aus Mut wurde Armut.
Nein, nichts soll vergessen, nichts geschönt werden. Aber Jahrzehnte der individuellen Entwicklung können nicht einfach ausradiert werden und nur zum Souvenir mutieren. Aber Enttäuschungen sind besser als Täuschungen. Demokratie muss man lernen. Und wie immer, es gibt Lernunwillige. Ich denke, ihr Deutsche habt einen richtigen Weg gewählt. Ihr habt entschieden, auf einmal alle Kräfte anzustrengen und die beiden Seiten sozusagen auszugleichen, Ostdeutschland zu modernisieren und als ganzes Land nach in die Zukunft zu gehen. Das ist eine schwere Aufgabe, aber schwere Aufgaben verlangen immer große Mühe und das, was ich höre, Unzufriedenheit und Kritiken. Ich habe sogar die Ergebnisse der soziologischen Umfrage im Stern gelesen. Und ich habe gelesen, wie viele Wiederherstellung von der Berliner Mauer erreichen wollten. Und jeder Fünfte ist dafür. Aber das verwirrt mich gar nicht. Ich habe einmal in Leipzig gesprochen am Vorabend des Einigungstages und da gab es auch Kritik wegen Wohnprobleme, wegen sozialen Problemen und so weiter. Ich habe zu den Leuten gesagt, ich habe Mitgefühl, es ist nicht leicht für euch. Ich kann das Einzige vorschlagen. Wir tauschen unsere Probleme. Ihr nehmt unsere russische Probleme und ihr nehmt unsere russische. Es war ein Gelächter im Saal und alle haben gesagt nein. Auferstanden aus Ruinen, ruiniert. Dann Routine. Vor 20 Jahren forderte Willy Brandt polemisch, dass nun zusammenwachsen müsse, was zusammengehört. Heute wissen wir, es muss nicht nur zusammenwachsen, es muss zusammenwachsen. Eine Demokratie wurde geboren, lebensfähig, ein Wunschkind. Jetzt muss sie weiter reifen. Stand bei mir, Stand bei mir.